Heidiho, Leute, willkommen zu Bögis Welt Folge 74. Ja, und wir legen da auch gleich mal los, ne? Im Mittelalter wurden während der Fastenzeit Schweine nicht geschlachtet. Sie wurden ertränkt in der Fastenzeit. Damit galten sie als Fisch und konnten trotzdem gegessen werden. Ja, das, man kann sich überall zwischen rausreden, ne? Die Hälfte aller männlichen Menschen haben schon mal versucht, ihren Namen in den Schnee zu pinkeln. Da stelle ich mir in Afrika ein bisschen schwierig vor, aber dafür machen das andere vielleicht umso mehr. Der medizinische Begriff vor der Angst, von einer Ente beobachtet zu werden, ist Anatideiphobie. Anatideiphobie. Die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Ich habe keine Angst. Habt ihr Angst, von einer Ente beobachtet zu werden? Schreibt es in die Kommentare. Romulus Augustus war der letzte weströmische Kaiser. Dragoman ist keine Actionfigur, sondern es wird Dragoman ausgesprochen und bezeichnet im Nahen Osten den Beruf des Dolmetschers. Dragoman. Als Schwarzgalligkeit wurde im Mittelalter die Melancholie bezeichnet. Ja, so leicht depressiv war man halt schwarzgallig. Naja. In der Gemeinde Leadwood im US-Bundesstaat Missouri ist es Flugzeugpiloten verboten, während des Fluges Wassermelonen zu essen. Warum auch immer. Ja. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Toilette ist eigentlich Tüchlein. Wenn man während des Niesens nicht den Mund bedeckt, also so die Hand davor halt, wenn man Hüschü! Hüschü! Ne, wenn man das nicht macht, können bis zu 20.000 Tröpfchen Speichel aus dem Mund fliegen und das sogar bis zu 4 Meter weit. Ja, ne, da hängt eine ganz schöne Power hinter, wenn man niest, ne? Deshalb sollte man anstandshalber, ne, nicht Hüschü in eine Runde
Das geht nämlich 4 Meter weit, sondern immer ruhig die Hand vor, dann geht's zack und weg. Ne? Vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, dass ihr vom Eisessen Kopfschmerzen bekommt. Ne, wenn man so richtig schön am Eis lutschen oder kauen ist, ne, dass man auf einmal Kopfschmerzen bekommt. Das liegt daran, dass wenn das kalte Eis an die spinnwebartigen Nervenenden am Gaumen kommen, ne, da ist im Gaumen ein Geflecht spinnwebartig drinne. Und wenn das Eis an diese Nervenenden kommt und die Temperatur der Nervenenden fällt, dann registriert das Gehirn, dass die Nerven erfrieren, dauerhaft, und schickt automatisch warmes Blut in dieses Gebiet. Durch diese Temperaturschwankungen werden Kopfschmerzen verursacht. Ne, dass, ne, in den Gaumen, der eigentlich nicht so durchblutet ist, auf einmal stark durchblutet ist und dann aber das kalte Eis dazu hat, dadurch kriegt man dann Kopfschmerzen. Ist eklig. Also muss man immer warmes Eis essen. Das wäre ja mal toll. Ja. Wer Probleme mit Skiophobie hat, der hat Angst vor Schatten. Auch Schattenangst genannt. Skiophobie. In Logan County, im US-Bundesstaat Colorado, wird der Schönheitsschlaf ernst genommen. Ein Mann darf nämlich, seine Liebste, während sie schläft, nicht mit Küssen belästigen. Was ja amerikanische Gesetze wieder halt, ne? Kann man nichts mehr zu sagen. Auf der Europaflagge, dieses blaue Ding mit den güldenen Sternchen, befinden sich 12 Sterne. Der Schwergewichtsboxer Theophil Stevenson gewann zwischen 1972 und 1986 jeweils 3 olympische Goldmedaillen und dazu auch noch den Weltmeistertitel. Theophil Stevenson oder Stevenson. Wer weiß, was das für ein Landsmann war, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Der Nachrichtensprecher und Korrespondent Ulrich Wickert wurde in Tokio geboren. Ja. Das Bögi wurde in Göttingen geboren. Wer mag, kann seinen Geburtsort ja gerne in die Kommentare schreiben. Der Iflandring. Iflandring. Wird von seinem Träger testamentarisch, also ne, das nach seinem Tode, an den seiner Meinung nach jeweils bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstlers des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit verliehen. Ja. Dieser Fingerring, der hat dem ziert das Bild des Theaterdirektors und Dramatikers August Wilhelm Iffland. Wird also testamentarisch auf Lebenszeit vermacht, dieser Ring. Tja. Musculus.
Der kleinste und schwächste Muskel im menschlichen Körper ist der Musculus stapedius, im Mittelohr, der die Schwingungsfähigkeit des 3 mm großen Steigbügels um 0,5 mm herabsetzt. Also da ist so ein Muskel drin, der den um 0,5 mm dämpfen tut. Also der menschliche Körper ist schon ein irres Ding, ne? Das Virginal. Virginal. Ist keine Sauerei. Es ist ein einmanualiges und einchöriges Kielinstrument. Sozusagen ein kleines Cembalo. Wer Fotos von kleinen Cembalos hat oder sogar vom Virginal, darf die gerne in die Kommentare posten. So, und letzter Fakt für heute. Durch die ganze Schreiberei habe ich schon manches Mal fast eine Mogigraphie gehabt. Mogigraphie ist das andere Wort für Schreibkrampf. Ja, so ist es, Leute. Und nun ist Schluss. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.